So, und willkommen zurück bei Call of Duty Black Ops 2. Wir sind heute mal hier im Singleplayer und versuchen mal uns ein bisschen in der Kampagne. Ich halte jetzt gleich den Mund, weil hier kommt jetzt gleich hier was von der Story selbst. Und das können wir uns ja mal anhören, was hier kommt. Ihr könnt immer sagen, ob ihr auch Singleplayer, also das machen wir jetzt in einem hier. Könnt ihr mal sagen, was ihr besser findet. Multiplayer oder halt so ein bisschen hier Kampagne. Wir können auch beides machen. Könnt ihr ja schreiben. Aber jetzt kommt hier erstmal etwas, was sehr wichtig ist. Mein Vater, Alex Mason, gab alles auf, was er hatte. Oh ja. Er hat mich verlassen. Um sein Land vor Leuten wie dir zu schützen. Ich hasste ihn dafür. Jetzt bin ich hier. Bei dir. Wir sind also gleich, David. Geformt von unseren Verlusten. 5 Stunden früher. 19. Juni 2012. Hey, cool, das ist ja jetzt als Zukunft. Ja, ich kann mir viel merken, ich weiß. Ich habe das mir schon mal auf der PS3 durchgespielt. Vor langer Zeit. Ja, nach was sucht sie denn jetzt? Sucht sie hier das nächste Fastfood-Lokal? Oder was macht die jetzt hier? Oh! Mensch, da ist ja einiges los. Was es mit all dem hier auf sich hat, werden wir noch erfahren in der späteren Story. Sofern ihr wollt, dass wir da weiterspielen. Wir machen in dieser Aufnahme mal ein bisschen Story und dann könnt ihr mal sagen, was ihr besser findet. Damit ihr auch so einen Vergleich habt. Ja, ne? So geht das hier. So, ich weiß jetzt dummerweise nicht mal den Namen von dem Typen, der Manendez oder irgendwie so, wie hieß der, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das werden wir aber alles noch erfahren. Nicht weg. Oh. Mann, 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 du, der hat aber ja echt einen Ton drauf, du, das gefällt mir gar nicht. 19. Juni 2025. So, was kommt denn jetzt? Gibt's jetzt hier Fritten umsonst, oder was? Ah, Start. So. Willkommen, David Mason. Ja, hallo. Eine Kampagne wollten wir, ne? Story, was? Wieso Story fortsetzen? Haben wir überhaupt dann angefangen? Nee, ne? Ich hatte überhaupt nicht hier eine Story gestartet, deswegen. Neue Story. Sie beginnen eine neue Kampagne, die ihre bisherige Kampagne überschreibt. Möchten Sie wirklich fortfahren? Achso, es kann sein, das hatte ich damals mal angefangen, um zu testen, ob das läuft, die Kampagne. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal Soldat. Boah, Mann, muss das so laut sein. So, ich halte jetzt mal mein Maul, dann können wir uns das mehr hier angucken. Jetzt sehen heißer Reifen drauf, fast wie ich bei Omsi. Das überspringen wir nicht, wir gucken uns alle Szenen hier an. Weil die ja von Bedeutung sind. Das Gebäude abriegeln. Das sind wahrscheinlich wir. Das ist, glaube ich, der David Mason, ne? Du, war das so in der ersten Mission? Ich meine, das war doch irgendwas mit dem Panz. Oder war das so? Ich glaube, ich vertausche gerade generell irgendwas. Oh, das wird jetzt ja hier der Knüller, wenn sie reingehen. Und? Was finden sie? Er ist ein sicherer Schwachkopf. Ach so, genau. War Raúl Menendez heute hier? Menendez, siehste, habe ich doch richtig geraten. Raúl Menendez ist der Anführer von Cordes Die und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Jetzt werden hier so ein paar Geschichten erzählt. Der Typ erzählt hier ein bisschen was über den und, ja. Ist Zeitverschwendung. Aber ist echt. Am Ende. Schnauze.
Er sagte nur, mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Ach so. Alte Erinnerungen kommen jetzt mal hoch, würde ich mal sagen, du. Hat man gar nicht mehr zu ziehen. So. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ich habe mir auch schon was auf was gefasst gemacht, ja? Sicherheit gibt, müssen Sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Ein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiße, Hudson ist aufgetaucht. Dad, ich habe Angst und ich brauche Hilfe. Ja, das sehe ich auch. Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ach so. Das ist natürlich auch eine Begründung, die einem natürlich sehr Mut macht, muss ich natürlich sagen. Warte. Au. Warum jetzt auf den Baum gewartet haben, ist mir zwar ein Rätsel, wenn der sowieso landet, der Helikopter. Lass mich raten, zur Tarnung oder sowas, oder die haben die dann besser erkannt oder sowas, aber naja. Lieutenant Colonel North, NSC. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA. Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Ach so. David einfach bei Jenny. Wie vorher. Schicke Sonnenbrille, ne? Kommt klar. Also ganz nebenbei. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Aber echt. Es ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. Und ich kann da eine Ausnahme machen, ne? So, Missionsbesprechung, bitte. Erscheint vor jeder Mission, benennt die Ziele, die Ausrüstung der Mission, kann durchdrücken von C angepasst werden. Alternativ startet man mit der Standardausrüstung. Ein Blick in die Karrieredaten ist mit R möglich. Doch, das ist jetzt hier, genau, was ich gedacht habe. Wir können jetzt hier die ganzen Sachen ändern. Ausrüstung anpassen, so. Was haben wir denn hier alles so für Knarren? Ach, ich muss sagen, AK-47 ist auch mal ganz nett. Ach komm, hier Flora, das ist natürlich wunderschön. Und, ja. Das passt doch jetzt. Größe 1,80. Mhm. 1,86 Kilo. Ja, wunderschön. Ach, Alex Mason. Standen die eben David Mason? Oder kann das sein, dass das jetzt der Sohn von dem... Ach, weiß ich, ist mir so blöd hier, das ist... Also das ist natürlich, für Leute wie ich mit meinem geistigen Zustand natürlich zu anspruchsvoll. Ah. Naja, okay. Level Start. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus. Dann kommt eine C-130 vorbei. Schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden. Analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und dessen Kerl namens Jonas Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl. Ja. Das geht mir teilweise auch so. Viele denken auch, ich bin irre. Ah, Mensch, was soll das denn jetzt hier? Ach schon, an die Szene erinnere ich mich doch. Da ist jetzt der Heinz hier drin. Nein! Ah, Mann. Ich brauche hier Hilfe! Halt durch! Mason! Savimbi, Sie müssen helfen! Geh kaputt! Hm. Kriegen wir den da? Nee, natürlich nicht raus. Manchmal kommt diese Hilfe zu spät. Ja, was? Sonst sterben wir auch noch. Wobei, der hat ja recht, aber der ist irgendwie so ein bisschen komisch drauf, der Typ. Ja, ist ja gut, ich verstehe schon. Mann. Mit dem Messer, du, das ist natürlich sehr lustig jetzt hier. Ach, Mann. Ja, Savimbi führt einen Gegenangriff an. Er hat Eier, das muss man ihm lassen. So. Können wir seine Position bestätigen? So, Provinz, Angola, blablabla. Schießen kann ich noch nicht, Mensch, was ist denn hier für ein Driss? Sind wir beim Mitfahrsimulator oder was? Mann.
So. Die Mörder haben aufgehört. Ja, ja, komm, verarschen kann ich mich selber. So. Komm, lass mich mal hier runter. Hallo. Da kommen Sie, meine Brüder. Ja, das sehe ich auch. Dürfte ich jetzt mal vielleicht... Mann, hätte die große Ansprache. Solche Leute liebe ich ja. Ah! Halt, der ist bei mir, der ist bei mir. Wer ist jetzt überhaupt bei mir? Hallo? Ach, Mann, 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 du. Durch die ganzen Güllegraben hier durch, das ist ja hier echt eine Geschichte für sich. Mann, 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 diese Ballerei, das ist ja hier wieder ganz, ganz schlimm heute. Du. Ah, Hilfe, Mann. Interaktion, was kann ich denn da machen? Helfen oder was? Mason, auf den Mörsertrupps zielen! Muss ich jetzt die Mörser da abknallen oder was will der jetzt von mir? Ach so, Moment, warte mal, sind das so Typen, die da stehen oder was? Sie sind hinter dem Felsen! Ja, das habe ich jetzt inzwischen schon mitbekommen. Hey! Mann, ihr seid ja echt ein paar Clowns. Mann, Mann, Mann. Die Mörsertrupps sind erledigt. Du auch! Oh, ja, Entschuldigung. Ich verlasse das Kampfgebiet. Ach, Mann. Mann, also das ist ja alles ganz schön. Ach, heilige Scheiße, ne? Ah, komm, eine Rakete, bam. Und noch eine Rakete, bam. Und bam und bam. Wofür braucht man denn ein Maschinengewehr? Ist das für Leute, die, naja, okay. So. Ich kümmere mich um Sie. Dann dürfte ich mal eventuell hier ein bisschen Optionen ein bisschen leiser machen. Dann kriege ich ja hier noch den totalen Anfall. Einstellungen. Sound. So. Dann machen wir das mal 35. So. Ah, immer noch so laut, Mensch. Das ist hier echt der Horror. Oder sehe ich ein neues Ziel? Komm her. So. Oh Mensch, das ist ja echt. Hallo, habt ihr es noch alle? Ja, warte. Also irgendwie, ich bin heute ein bisschen. Ist das überhaupt im. Ist der überhaupt. Nee, der ist ja ein Gegner. Ich bin ja total umstellt. Ah! Aber der ist bei mir, genau, der ist bei mir. Das habe ich richtig erkannt. Oh, da gibt es wieder ein ganz tolles Ziel. Ja, warte, das, den krall ich mir auch noch diesen Arsch. Wo ist er denn? Hallo, guten Abend. Schön, Sie zu sehen. Moment, ich habe dir nicht viel Zeit, Mensch. Du, jetzt kann ich mal hier eventuell... Ach, Mensch, das ist, Und ich dachte schon, warum soll ich eine gute Pistole wählen? Die brauche ich doch eh nicht, ne? Habe ich ja gesehen, dass ich die nicht brauche. Ach, Mann. So, ab geht ihr wieder hier. Mit voller Action hier wieder. Was soll ich denn jetzt zerstören hier? Dich. So, bam. Dich. Dich. Und. Ah! Das sind immer noch schwere Panzer. Ja, ist das. Was ist noch mehr? Kannst du mal kurz bitte etwas schneller drehen? Jetzt fällt hier ja einer noch rum. Das ist ja ein bisschen blöd jetzt, ne? Ja, mal, dürfte ich eventuell mal hier wieder meine richtige Waffe haben? Ich renne hier rum wie so ein Streifenpolizist, du. Das geht ja gar nicht. Ah! Wobei selbst die laufen ja besser bewaffnet hier rum, du. Ganz davon abgesehen. Aua! Hast du. Oh, Mann. Was benutzen? Ach, Mensch, das sehe ich ja echt früh, dass man das benutzen darf. Ja, das weiß ich. Das musst du mir nicht sagen, du. Das ist. Also diese Waffe, die ist Hammer. Der Hammer, du. Empfehlenswert hoch 18. In diesem Gefecht hier, das ist natürlich super geil. Und aua. Aber hat das noch alle? Bam, so, das war jetzt die Rache. Unser Weg zum Sieg hat begonnen. Yo. Tod der Imperler. Ach so. Ja, und mit der Ansage stürzen wir uns mal in die nächste Folge. Bis gleich.